Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie bereits angekündigt, sind wir heute zu Gast bei der Firma BayWa. Genau, und hier wollen wir uns informieren und zwar um ein sehr aktuelles Thema und zwar um die Form von Heizungsarten. Genau. Ne? Viel Spaß beim Video. Kommt mit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sanierer und Hausbauer. Mein Name ist Florian von der BayWa Haustechnik. Zusammen mit Steffi und Sebastian von dem YouTube-Channel Mr. Handwerk wollen wir gemeinsam über die verschiedenen Heizungssysteme sprechen. Freut mich, dass ich euch heute begrüßen darf, Sebastian und Steffi. Hallo. Ja, hi. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Genau. Ja, uns kennt man vom YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Uns geht es rund ums Thema Heimwerken, Handwerken. Ja. Und in letzter Zeit drehen wir ganz, ganz viele Projekte bei deiner Mom ab. Richtig, und das ist auch schon der Grund, warum wir hier bei dir sind. Da nützt uns natürlich der schönste Raum nichts, wenn wir den sanieren, wenn jetzt die Heizung nicht stimmt oder wir frieren. Und da sind wir gerade am Überlegen, wie wir das gut umbauen könnten. Weil es ist ein alter Ölkessel. Okay. Und ja, wir suchen einfach was Neues, gerade auch wegen der aktuellen Lage. Dann grundlegende Frage, wie ist die Gebäudesubstanz? Altes Gebäude. Genau, okay. Altes Gebäude, Dachstuhl, Dach ist alt, also alles unsaniert. Okay. Altbau quasi, bis auf die Fenster, da haben wir jetzt eine Dreifachverglasung eingebaut, neue Fenster. Ja. Okay. Und die Fassade, ist irgendwas isoliert? Nein, nichts. Nichts, okay. Also in dem Thema könnte ich euch empfehlen, dass wir eine Pelletsheizung einbauen, weil dadurch, dass dementsprechend nichts isoliert ist, einfach der Wärmebedarf zu hoch ist. Okay, da fällt die Rubrik Wärme, genau. Okay. Genau, dadurch fällt die Rubrik Wärmepumpe einfach raus und wie gesagt, gehen wir auf eine Pelletsheizung. Okay. Genau. Und die Pelletsheizung ist wie so ein Holzofen, ne? Der so kleine Holzpellets verbrennt. Genau. Dadurch entsteht dann die Wärme. Das wird anstelle der Öltanks dann eingebaut oder wie kann ich mir genau, das vorstellen? Genau, bei einer Ölheizung hat man immer einen Lagerraum, wo die Öltanks drin stehen. Und dieser Lagerraum wird dann in Zukunft genutzt auch für die Pellets. Genau. Ah, okay. Und wie ist das von der Lieferung her? Muss ich mich da auf regionale Orte beschränken? Wird das importiert von weit her oder ist das wie nachhaltig ist das Produkt? Also auf jeden Fall ist es wichtig zu sagen, okay, man setzt auf regionale Partner, wie zum Beispiel Vitaholz. Da ist auch dementsprechend die Güte, also die Norm geregelt, die in EN1. Okay. Genau. Und somit weiß man, dass einfach die Pellets eine Top-Qualität haben. Okay. Wie sieht es aus mit Wartung? Weil so eine Ölheizung oder Gasheizung muss auch gewartet werden. Muss die mehr gewartet werden als eine andere Heizung? Nein, im Grunde nicht. Also das ist ja so, auch bei einer Öl- oder Gasheizung, einmal im Jahr soll man eine Wartung durchführen. Und das ist genauso bei der Pelletsheizung. Ah, okay. Bleibt also genau, gleich. Das bleibt eigentlich gleich. Okay. Und wie, was mich interessieren würde, ist, wie ist jetzt die Lieferung? Also bei dem Öl ist so alle paar Monate dieser Heizperiode, dann muss der Tank nachliefern. Wie sieht es da aus mit den Pellets? Habe ich da länger was von oder ist das ähnlich vom Verbrennen her? Also grundlegend ist es so, wie gesagt, man muss schauen, wie groß der Lagerraum ist. Wenn man dementsprechend natürlich eine Masse an Tonnen reinbekommt, ist es so, dass es eigentlich reicht für ein komplettes Jahr. Also dass man einmal im Jahr tanken muss. Genau. Okay. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt meine Eltern beispielsweise, die brauchen auch die nächste neue Heizung, passe. Ja, ist es wirklich so. Und die haben beispielsweise, ja, die könnten ein Lager einrichten. Was ist, wenn jemand das Lager nicht zur Verfügung hat? So. Gibt es da Möglichkeiten, dass ich mir Säcke selber hole aus dem Baumarkt oder bestelle und die selber nachfülle? Oder gibt es da eine Lösung für? Also es gibt kleine Behälter, die man einbauen kann, direkt neben der Pelletsanlage, wo man halt natürlich dann in regelmäßigen Abständen mit Säcken und so weiter das befüllen muss. Oder was natürlich möglich ist, dass man einen Erdtank einbaut. Also wie gesagt, wenn man einen großen Garten zum Beispiel hat, kann man das darüber versorgen und verliert dann keinen Wohnraum. Okay. Was genau sind denn die Vorteile direkt von dieser Pelletsheizung? Weil es ist ja auch wichtig gerade, ist es ein Nebenprodukt oder muss das extra hergestellt werden? Werden dafür Unmassen an Bäumen gefällt? Weil das wäre jetzt nicht so nachhaltig da. Also Pellets im Grunde sind Nebenprodukte. Vor allem Sägespäne im Grunde, die werden zusammengepresst. Also es müssen dafür jetzt keine Bäume etc. gefällt werden. Ah, super. Sondern es fällt automatisch, genau. Na, das ist ja schon mal von Vorteil. Gibt es da noch irgendwelche Vorteile? Irgendwie, wird das gefördert, warum wir das nehmen oder? Sollten? Ja. Also es gibt auf jeden Fall für Pelletsanlagen gibt's Förderungen vom Staat. Was natürlich, wie gesagt, der Vorteil ist, es muss im Grunde nicht die Gebäudehülle, also die Heizkörper, die alten Rohrleitungen und so weiter, die können alle bestehen bleiben, weil ich einfach mit der Pelletsheizung eigentlich die gleichen Temperaturen fahren kann, wie mit der bestehenden Ölheizung. Ah ja, das ist super. Ah, schön. Genau. Das
so ein großer Vorteil, ja, dass nicht großartig nicht umgebaut werden richtig, muss. Ja. Ne? Genau. Ja, okay. Ihr habt ja gesagt, ihr saniert das Haus aktuell. Wie sieht es denn aus mit der Dämmung? Wollt ihr da mehr machen oder soll es bestehen bleiben? Es kommt drauf an, ne? Aktuell erstmal nicht. Wäre das wichtig für irgendwas? Also, wenn ihr das Haus dämmen wollt und energetisch besser machen wollt, gibt es andere Alternativen für die Heizsysteme? Okay. Zum Beispiel wäre es jetzt eine Wärmepumpe. Mhm. Bei den Wärmepumpen gibt es verschiedene Systeme. Es gibt einmal eine Luftwasserwärmepumpe, wo die Außeneinheit im Garten sitzt. Okay. Genau, schaut aus wie eine Klimaanlage, eine größere. Mhm. Dann gibt es das System mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Das bedeutet, die wird dann, wenn man auf seinem Grundstück eine Ader hat, wo Grundwasser entlang fließt, könnte man das anzapfen. Mhm. Oder was es gibt, ist eine Solarwärmepumpe, die dann theoretisch mit Geothermie, also mit Erdwärme arbeitet. Da bohrt man so Löcher in die Erde, 50 Meter tief. Genau, das kann man mit Sondenbohrungen ausführen oder mit Körben. Mhm. Kann man das, gibt es verschiedene Alternativen. Okay. Und muss da das Grundstück irgendwie besonders groß sein oder vom Abstand her oder so? Weil, also dann wird ja schon viel ausgebuddelt. Also wenn wir jetzt beim Thema Sonden sind, also beziehungsweise Sole, Wärmepumpe, wie gesagt, für die Sonden an sich natürlich, da kommt eine Baufirma, die macht dann Bohrungen teilweise 50, 75 Meter tief. Okay. Wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt auf die Erdkörbe, oder die Schleifen beziehungsweise, dann braucht man natürlich Gartenfläche. Mhm. Dann wird nämlich dementsprechend auf 1,5 Meter ungefähr der komplette Garten gegraben. Das ist für uns jetzt nicht der Fall, ne? Nee. Luftwärme, also so eine Wärmepumpe, du hast gerade gesagt, da wird ein Kasten außen hingestellt. Genau, also wie gesagt, das ist, sage ich mal so, die günstigste Alternative zu Sole und Grundwasser, das ist die Luftwasserwärmepumpe. Ja. Und da ist es, da ist der Energieträger Luft. Also da wird der Luft wird die Energie oder die Wärme entzogen. Thema ist so, man hat eine Inneneinheit und eine Außeneinheit. Mhm. Diese Außeneinheit kann man sich vorstellen wie eine Klimaanlage, bloß größer, wo der Ventilator läuft und dementsprechend die Luft ansaugt. Ein Nachteil bei dieser Wärmepumpe ist, dass dementsprechend der Energieertrag nicht immer gleich ist. Weil natürlich, wir haben unterschiedliche Lufttemperaturen. Mm. Manchmal haben wir Minusgrade, manchmal haben wir erhöhte Plusgrade. Mm. Umso kälter es wird, umso ineffizienter ist die Wärmepumpe. Okay, also nicht mehr dieser gleiche Wärmeertrag, wie ich bei einer Pelletheizung habe. Genau, okay. Genau. Ja. Und kann man das kombinieren mit Photovoltaikanlage oder Solaranlage? Das wäre ein Thema, was man machen kann. Man kann aufs Dach eine PV-Anlage montieren. Mm. Im Grunde fast dann eigentlich autark sein. Also, im Sommer zum Beispiel, wenn wirklich dann die Sonne strahlt, da kann man eigentlich, braucht man keinen Strom mehr beziehen, weil Energieträger oder das, was die Wärmepumpe benötigt, ist Strom. Das heißt, ich könnte das eigentlich überall verbauen, ne? Ein Dach hat jeder und die Kasten kann ich immer irgendwo hinstellen. Ja, man muss aufpassen, es gibt Richtlinien, vor allem für die Luftwasserwärmepumpe. Man muss immer 3 Meter zum Grundstücksgrenze einhalten. Also wie gesagt, wenn der Garten doch relativ knapp ist, wird schwierig. Okay. Genau, aber man kann zum Beispiel die ja auch direkt an die Fassade montieren, wenn der Platz ist. Mhm. Wichtig ist, oder was ich immer empfehle, ist einfach zu schauen, dass man die Außenheit von Schlafräumen fernhält, weil einfach der Propeller läuft, das ist immer ein leichtes Summen. Jeder Mensch hat einfach eine andere Geräuschempfindlichkeit. Ja, das stimmt auch wieder. Und man ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen abhängig von dem Wetter auch, ne? Genau. Auch mit der Photovoltaikanlage dann auch mit Sonnenstrahlen und Co. Genau, also sobald keine Sonnenstrahlen da sind, dann muss man halt den Hausstrom beziehen. Ihr habt mir ja vorhin erzählt, dass ihr aktuell eine Ölheizung bei euch im Haus verbaut habt. Jetzt ist meine Frage, wie alt ist denn die Ölheizung? Puh. Alt. Also locker 15 Jahre, würde ich schätzen. Wird schon noch älter sein. 20. Noch älter. Ja. 15, 20, also alt. Okay. Es gibt die Möglichkeit, die bestehende Ölanlage zu lassen, wie gesagt, auf ein Hybridsystem zu gehen, dass man diesen grünen Gedanken mit aufnimmt. Ihr habt es ja vorhin schon gesagt, Thema Dämmung und so weiter.
wollte es jetzt eher nicht machen, das wollte ich später machen. Mhm. So kann man einfach diesen grünen Punkt oder diesen grünen Gedanken einfach mit aufnehmen und kann das dann koppeln, das System. An das Bestehende quasi. Genau, an das Bestehende, also die der Ölkessel und so weiter bleibt. Okay. Es ist dann bloß so, dass man versucht, die Grundlast des Hauses mit dem regenerativen Anteil zu decken. Mhm. Möglichkeiten wären zum Beispiel mit einem Pelletofen, dann zum Beispiel mit einer Solarthermieanlage zu koppeln oder was natürlich auch geht mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Okay, und alles in kleinerer Version oder genau, schon so, kleiner, dass man darauf umsteigt? Im Grunde in kleinerer Version. Also man kann versuchen natürlich, wenn man dann sagt, man möchte in ein paar Jahren dämmen, dass man sagt, okay, man legt die Wärmepumpe und so weiter schon so aus, dass es dann passt, aber für momentan reicht es nicht aus, deswegen kombiniert man die Anlage. Okay, ist das förderfähig? Nee, die Hybridanlagen sind leider nicht mehr förderfähig. Aufgrund der aktuellen Situation sicher. Genau, halt mit Öl und Gas ist momentan sehr schwierig. Im Thema Neubau spielt Öl und Gas keine Rolle mehr. Okay. Es ist auch so, dass vom Start her ab 2026 keine Ölheizung mehr verbaut werden dürfen. Ja. Da wir jetzt über alle drei Heizungsarten oder Systeme gesprochen haben, würde ich jetzt gerne nochmal einfach zusammenfassend sagen. Also, erster Thema Biomasse, das war einfach Pelletskessel. Gibt es natürlich auch Scheitholz- und Hackschnitzelanlagen, die in eurem Fall am besten funktionieren würde, aufgrund einfach der alten Ölanlage mit dem Tankraum, der zur Verfügung steht. Dann natürlich, wenn ihr euch entscheiden solltet, das Thema Dämmen. Wäre natürlich das mit der Wärmepumpe, also dass man entweder auf eine Luftwasserwärmepumpe, auf eine Wasser-Wasser- oder Grundwasserwärmepumpe geht. Und natürlich zum Schluss, wenn man sagt, okay, der Kostenaspekt, man sagt, okay, man möchte das bestehende System lassen, könnte man sagen, man geht auf eine Hybridanlage und kombiniert es halt dann mit einem Pelletofen, Solaranlage oder einer kleinen Wärmepumpe. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, könnt ihr über die Homepage der Bayer Haustechnik mit unserem Heizungskonfigurator innerhalb von ein paar Minuten und ein paar Klicks euer individuelles eigenes Angebot erstellen lassen. Für alle, die noch mehr Interesse an einer Holzpelletsheizung haben, es wird noch ein zweites Video geben. Und in diesem zweiten Video sind wir auch mit dabei. Richtig, und es gibt noch einen kleinen Zusatz für euch als Zuschauer. Und zwar verlost die Bayer zusammen mit Wiederholz eine tolle Holzpelletheizung für euch. Also seid gespannt, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war richtig interessant. Ja, absolut. Wir hoffen, euch hat das Ganze auch gefallen. Und wir freuen uns auf den zweiten Teil. Und ihr vor allen Dingen hoffentlich auf die Verlosung der Pelletheizung. Ja, richtig, also seid richtig gespannt. Tolles richtig. Ding. Ne? Wir sind selbst mega gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Komm schnell.